Was geht, Buddies, und herzlich willkommen zu diesem Mittwochsvideo, denn ihr wisst, ab jetzt kommen nur noch Mittwochsvideos. Ich habe im letzten Video erzählt, dass mir das alles ein bisschen zu stressig wird mit YouTube und dass wir nur noch ein Video die Woche machen und dafür mehr TikTok-Videos. Außerdem habt ihr wirklich sehr, sehr viel Love unter diesem Video dagelassen. Ihr habt mich wirklich krass supportet. Dafür bin ich euch ultra dankbar, dass ihr mich weiterhin unterstützt und auch viele, die nur den Audi gefeiert haben, dass sie weiterhin mit an Bord sind. Und ich habe eure Kritik auch gelesen und eure Kritik war, Justin, uns passiert zu wenig in den Videos. Justin, mach mehr in den Videos. Wir wollen nicht immer nur einen Scheinwerfer ein- und ausgebaut sehen. Das nervt uns und das werden wir heute ändern. Wir haben hier 3 Projektautos. Den Golf werden wir erstmal so lassen, aber ich glaube, wir könnten da mal die Batterie aufladen, weil mit diesem Auto möchte ich morgen auf ein Autotreffen fahren, was wir auch in diesem Video machen. Und ich hoffe, dass wir nicht wieder Batterieprobleme bei dem Hobel haben und dass das Ding nicht anspringt. Heute ist aber noch nicht morgen und deswegen haben wir Zeit zum Schrauben. Wir schnappen uns jetzt gleich diesen E36, denn wie ihr vielleicht wisst, ist in diesem E36 kein Differential verbaut. Ihr seht das, der Stabi hängt darunter, die Antriebswellen hängen darunter. Werden wir uns gleich auf der Hebebühne nochmal angucken. Ein Differential ist sehr, sehr wichtig, damit ihr mit eurem Auto vorankommt. Aber das gucken wir uns gleich an, wenn wir ein Differential ausgebaut haben. Ihr wisst, da ist keins drin. Wo kriege ich jetzt eins her? Da habe ich mir schon eine Lösung überlegt. Wir haben hier diese 2 E36 noch stehen. In beiden ist das passende Differential verbaut. Also das ist schon mal sehr cool. Ihr wisst, dieses Auto war mal ein Drifter. Und ich schätze, dass in diesem Auto eine Schutzgassperre verbaut ist. Also eine 100% Sperrwirkung, was viel, viel besser zum Driften ist. Aber wir möchten mit diesem Auto nicht driften. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, bei diesem Auto das Differential auszubauen und in diesen E36 einzubauen. Da das, denke ich, auf jeden Fall okay sein wird. Das Auto wurde nicht so vergewaltigt, auch wenn es jetzt so aussieht. Und wir schmeißen das Ding mal auf die Bühne, gucken uns das Differential an, ob man das noch gebrauchen kann. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert. I think back to all the better days when I used to be young and free. I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. Zwischen dem ganzen Rost haben wir hier das Differential. Was ihr euch für später merken müsst, ist die Kardanwelle. Die Kardanwelle ist vorne im Getriebe und gibt quasi die Kraft nach hinten weiter über eine Drehbewegung. Jetzt dreht sich die Kardanwelle aber so. Wir wollen ja aber, dass die Räder so angetrieben werden. Und dafür ist das Differential zuständig. Wir haben hier Antriebswellen und die Kardanwelle. Jetzt baue ich das ganze Ding mal aus und dann schauen wir uns das mal an. Das ist relativ einfach. Du löst hier oben nur 2-3 Schrauben am Achskörper. Diesen Stecker da darfst du nicht vergessen, sonst hast du auch ein Problem, wenn der abreißt. Und du musst die Antriebswellen losmachen. Auch wenn diese Flansche hier nicht so gut aussehen, wir gucken uns das Ganze mal an, aber das wird schon funktionieren. So, Freunde, da ist das Ding und es sieht natürlich, ich sag mal, es könnte besser aussehen, aber wir möchten ja bei dem Auto eh die Hinterachse umbauen auf eine mit Scheibenbremse. Und da muss das Ganze dann eh später wieder raus, aber erstmal muss dieses Auto wieder fahren, TÜV haben und dann können wir uns da um den Umbau kümmern. Und im Endeffekt kann man das jetzt hier ganz gut zeigen. Hier ist eure Kardanwelle angeflanscht, die nach vorne geht zum Auto, zum Getriebe. Und hier sind eure Antriebswellen rechts und links. Und wenn wir das Ganze jetzt hier drehen, dann seht ihr, dass sich die Antriebswellen dann nach vorne drehen und das natürlich mit einer anderen Geschwindigkeit, als es meine Hand hier kann, dann fährt euer Auto auch nach vorne. Denn sonst wäre es ja schwierig, diese Drehbewegung, die hier passiert, auf diese Drehbewegung umzulenken. Und das macht unser Differential. Eigentlich Ausbau auch relativ easy. Du musst hier den Stecker abziehen, du hast 1, 2 und hier hinten die dritte Schraube und dann musst du die Schrauben von der Antriebswelle lösen. Also alles in allem eigentlich ganz gut. Wenn du Werkzeug und eine Hebebühne hast, dann ist es ganz okay. I wanna be with you until we're fucking 80. I wanna watch the sunset with you daily. Keep my baby safe as we live, always chasing. Hearts racing when I'm with you, I'm just saying. Back to all the better days when I used to. So, Freunde, unser Projektauto ist hier auf der Bühne. Ich muss sagen, ich bin echt erstaunt, wie gut dieser ganze Unterboden aussieht. Allein, wenn man gesehen hat, wie verrostet die Reserveradmulde bei unserem anderen war. Oder zum Beispiel hier, das Batteriefach sieht auch noch top aus. Und auch generell die ganze Hinterachse im Gegensatz zu dem Cabrio sieht echt top aus. Und im Gegensatz zum Individualcoupé sowieso. Wir können das Ganze jetzt hier reinhängen. Guckt, hier habe ich das damals ausgebaut. Hier hängen die Antriebswellen, hier hängt der Stabi. Da vorne hängt die Kardanwelle. Dann schleife ich das Ganze jetzt ein bisschen sauberer. Und dann können wir das schon wieder einbauen.
schauen. Ein paar Minuten später ist das alles schon wieder vollbracht und ich muss sagen, eine komplette Hinterachse ist schon viel, viel besser als keine komplette Hinterachse. Wir haben jetzt alles wieder vernünftig festgezogen. Das Differential sitzt hier an Ort und Stelle. Die Antriebswellen sind fest, die Kardanwelle ist wieder fest und somit ist eigentlich unsere Hinterachse wieder komplett vollständig. Das freut mich wirklich sehr, denn das ist ein großer Schritt und hat im Endeffekt auch wieder einen ganzen Samstagabend gedauert. Wenn du alles ein bisschen vernünftig machen willst, alles vernünftig abschleifst und so, damit das am Ende auch hält und wir mit diesem Auto auch auf der Straße fahren können, ohne dass wir Schrauben verlieren. Ich habe in der Zwischenzeit auch noch ein bisschen hier am GTI weitergemacht. Ich habe mein Ladekabel dran gehangen, weil ich habe gesehen, vorhin Strom ist schon wieder ein bisschen kritisch. Und jetzt springen wir direkt nach morgen früh, denn da starten wir das Auto und fahren damit zu einem kleinen Car-Meet. Eine Ewigkeit später. Heute ist alles ein bisschen ungewöhnlich, meine Freunde. Es ist der nächste Morgen, da steht der Golf. Ich hoffe, dass das Ding nämlich anspringt, weil die nächste Ungewöhnlichkeit ist Autotreffen. Und ich bin relativ pünktlich am Start. Heißt hoffentlich auch Autotreffen. Und wir kommen wirklich mal an, ohne irgendeinen technischen Defekt. Ja, Bruder, Schlüssel wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und dann gucken wir jetzt mal an, ob dieser Hobel anspringt. Aber hier geht schon mal Beleuchtung, das ist schon mal mehr als sonst geht. Easy, Digga. Übrigens steht das Auto hier schon seit dem Autostadt-Event. Also nach dem Autostadt-Event bin ich keinen Meter mehr gefahren. Aber das hört sich schon mal ganz gut an. Wir sehen uns auf dem Treffen. Freunde, leider ist das Licht ein bisschen schlecht, aber ihr seht, wir sind jetzt hier bei E-Exhaust und ihr seht das vielleicht da hinten schon auf dem Firmengebäude. Die Jungs machen nämlich Abgasanlagen und Intakes und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier erstmal auf dem Platz um, denn es ist schon wieder die Hölle los und es sind richtig geile Autos dabei. Got some people in my DMs claiming that they family. Now's not a good time for you to demand me to listen to your music or have a quick chat. I'm out for today, I know your bitch ass, this that big track. I'ma take to the Grammys, movies coming soon with some Judys and some Tammys. Back up on the scene, people hating that we winning. The ones who live the dream, God forgive me, I've been sinning. Bad bitches, drunk pisses, young mistress, grand wishes, y'all get this. I know, offer some motion side views with the camera on go. Wrote a film, funeral, same shit, it's a movie, though. It's a movie from yours truly, living lavish, dream so big. You can't have this if you knew me, maybe you'll be here. I don't wanna slow down now, cause everything's far away. I cannot hold back now, I'm living life for today. Yeah, and I don't wanna slow down now, cause everything's far away. So, Freunde, ich bin hier in der Werkstatt und ich bin hier nicht eingebrochen oder so, weil eigentlich darf man hier nicht rein. Ich habe mir den lieben Steffen geschnappt. Ich möchte, dass du jetzt hier nochmal was Kleines erzählst. Also ich möchte mich erstmal bedanken für die schöne Veranstaltung. Ist sehr ja gerne. Richtig cool und ich glaube, du kannst auch richtig stolz auf dich sein, so viele Kunden, Freunde und einfach neue Leute hier auf dem Treffen zu haben. Ist natürlich immer gute Werbung, aber erzähl doch einfach mal, was machst du denn überhaupt hier? Ja, wir sind Fahrzeugteile-Herstellerunternehmen. Wir produzieren Auspuffanlagen und Ansaugsysteme. Jetzt knapp 6,5 Jahre angefangen oder ich habe mal angefangen als Hobby, einfach mein Hobby zum Beruf zu machen bin da so rein mit groß geworden und mittlerweile haben wir mit ungefähr 85 Abgasanlagen im Sortiment mit Typgenehmigung, die wir hier also produzieren. Also mit TÜV, man hat schon gehört, eure Abgasanlagen sind oft sehr, sehr laut, aber ihr braucht keine Sorgen haben, es ist 100% mit TÜV, was ihr macht, also ihr macht keine illegalen Umbauten mehr, kann man sagen. Also unsere Auspuffanlagen haben alle Typgenehmigungen, die sind eintragungsfrei. Schon sehr cool, muss ich sagen, schon echt Respekt, weil ich finde immer, wenn du was machst heutzutage mit TÜV, was du einmal kannst du einem Kunden geben, kannst du sagen, kannst wirklich, das ist 100% safe, Digga, mach dir keine Sorgen, ist das schon echt Respekt von mir. Ja. Hier ist deine S3, da ist auch gerade eine Abgasanlage nochmal drunter gekommen, da hast du dich ein bisschen ausprobiert, wa? Das ist jetzt ohne TÜV, aber du hast gesagt, da könnte man TÜV drauf machen, ne? Theoretisch. Ja, ja. Ich meine, ist immer mit Kosten verbunden, aber hier ist jetzt komplett 4 Zoll einmal drunter und das ist schon richtig krass.
Also du bist auch so ein Typ, der mal sagt, ich probiere mal was aus, ist mal was anderes, so, ne? Ja, auf jeden Fall, ne? Ich sag mal, man muss auch mal ein bisschen was probieren und einfach sich ausprobieren, um dann neue Ideen zu finden. Ja, ne? Vor allem so Carbonansaugung allein schon, du musst ja auch ein bisschen was können, so, weißt du? Ja. Du sagst ja nicht einfach, ich mache eine Carbonansaugung, allein erstmal Form machen, wie soll das aussehen, ja, dass das auch funktioniert, so, wie bringt das Sound, aber ist trotzdem mit TÜV so, das ist schon richtig krass. Ja. Deswegen, ich danke, dass ich hier sein darf. Und wenn ihr eine Auspuffanlage braucht, wo melden die sich dann? Einfach bei uns anrufen oder eine WhatsApp schreiben. Wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben eine Homepage, exhaust.com, eintech.de. Also kann man euch einfach anrufen, wenn man noch Fragen hat. Habt ihr was für mein Auto oder so? Dann, sehr gerne, ja. Oder findet man was auch auf eurer Seite? Ja, wir haben auch Instagram. Ah, perfekt. Ne, also ja, da seht ihr dann auch, welche Autos gemacht wurden. Und ich schätze mal, also RS3 kann ich empfehlen. Golf, eigentlich alles kann ich da empfehlen. Es ist einfach alles immer laut. Und gerade bei euch am besten läuft R32. Genau, ja? Wir bauen sehr, sehr viele R32 um, Golf 4, Golf 5, R32. Ja. Das ist so unser aktuell bestlaufendes Produkt. Sound ist Bombe. Also, ihr meldet euch, ich bedanke mich und ciao. Eine Ewigkeit später. Ja, Buddies, wir haben den nächsten Tag. Der GTI ist hier wieder zurück in der Halle und ich habe das Motto Season End wirklich ernst genommen. Wenn ihr dieses Video seht, ist das Auto nicht mehr lange angemeldet und ich schätze mal, dass das die letzte Fahrt war, die wir mit dem Auto gesehen haben. Und noch ist dieses Auto staubfrei. Noch ist das Auto staubfrei. Er wird leider wieder ein wenig einstauben. Ich habe aber eine Idee, wie wir das Ganze hier vielleicht in den nächsten Wochen staubfrei hinbekommen können oder beziehungsweise, dass weniger Staub auf die Autos fällt. Da werde ich jetzt mal was bestellen und das werden wir auf jeden Fall in den nächsten 1-2 Wochen mal testen, ob das funktioniert und dann müssen wir die Autos hoffentlich nicht mehr alle 2 Wochen waschen. Ich danke auf jeden Fall Steffen für die Einladung zu diesem tollen Event. Hat richtig Bock gemacht. Wir müssen jetzt aber weitermachen mit unserem E36. Das Individualcoupé bekommt in den nächsten Tagen auch nochmal ein richtiges Upgrade, aber wir wollen hier weiter loslegen. Und es gibt eine Sache, die mich schon lange stört beim Schrauben an diesem Auto und das ist die Tür. Die Tür hält nämlich nicht, weil da kein Türfangband verbaut ist. Wir haben aber ein Türfangband. Das sollte hier drin sein, aber wir müssen diese Karre hier erstmal irgendwie aus dem Müllhaufen befreien und dann schauen wir uns das mal an, wie man das ausbaut. Das war zum Glück relativ einfach. Ihr seht schon, die Tür hält wieder von alleine. Sie hat wieder 2 Stufen. Und sie geht auch wieder vernünftig zu. Es ist schon viel, viel angenehmer, jetzt hier an diesem Auto zu arbeiten. Im Endeffekt ist das Türfangband hier auch relativ einfach. Du hast hier 2 Zehner und du hast hier einmal diesen Sicherungssplint, den du einfach nach oben rausschlagen kannst. Und schon hast du das Türfangband, kannst es hier ausfädeln und hier aus dem Loch einfach rausnehmen. Dadurch, dass jetzt die Tür hier endlich wieder vernünftig hält, können wir uns um eine Sache kümmern, die mich schon die ganze Zeit stört. Denn bevor wir uns den Motor angucken, den wir hier einbauen wollen, muss das Gaspedal funktionieren. Und leider ist das damals abgebrochen, als wir den Teppich ausgebaut haben. Deswegen ist hier gehende Leere. Ich hoffe, dass hier die Halterung noch okay ist, dass wir das restliche Plastikstück einfach abnehmen können und hier ein neues Gaspedal einbauen können. Das wäre echt super, weil was bringt dir der beste Motor, ohne dass du Gas geben kannst? So, hier haben wir jetzt einmal ein ausgebautes und hier den restlichen Schrott, den ich kaputt gemacht habe. Und wenn man sich das mal mit bisschen technischem Verständnis anguckt, ist das auch gar nicht so schwer. Du hast hier nämlich diesen Clip, der eingerastet ist, der hier in der Mitte ist, den du einfach nach hinten mit einer Hand ein bisschen schwierig so aufmachen kannst. Und dann hast du hier vorne die beiden Clips, die du zur Seite schiebst und dann das Ganze entriegelst und nach oben wegziehen kannst. Und wir versuchen das Ganze jetzt hier einzubauen. Ich schnapp mir Licht und dann gucken wir uns das da mal live an, ob das wirklich so einfach ist, wie ich es gerade gesagt habe. Also im Endeffekt sollte das jetzt einfach hier drüber geklippt werden. So, jetzt schon eingerastet und auf der Unterseite schieben wir den Clip durch, zack, ist eingerastet. Hä, was ist denn hier los? Ja, da muss ich jetzt gucken, weil wir müssen eigentlich, ist das Gaspedal vielleicht länger? Weil das ist eigentlich da dran und ihr seht, das passt gerade nicht. Ich schaue mir das mal kurz an.
War wieder ein übelster Denkfehler von mir. Und erstmal sieht es top aus, wenn die ganze Pedalerie wieder drin ist. Unten eingeklickt, habt ihr ja gesehen, oben eingehängt. Tatsächlich wird das, was zu lang ist, nach hinten umgebogen und wird jedes Mal quasi, wenn du Gas gibst, so ein bisschen auf- und zugeschoben. Außerdem hat die Schraube dahinter noch gefehlt, die als Anschlag dient. Und so funktioniert das Gaspedal jetzt richtig gut. Und ich glaube, vorne fehlt noch ein Motor. Wir können uns in diesem Video nochmal angucken, was mit dem Motor ist, den wir hier einbauen wollen, ob wir da noch was machen müssen oder ob das einfach so Plug and Play funktionieren sollte. So, ihr wisst ja, in der Kiste ist kein Motor mehr drin, aber ich habe mir ja den roten E36 gekauft, gerade weil ich den Motor brauche. Der Motor war mir das Wichtigste und dadurch, dass ein Kumpel die Karosse haben wollte, ist das für mich ein Goal. Jetzt gucken wir uns diesen Motor gleich mal an auf der Hebebühne, schauen wir mal, ob das Ding irgendwas taugt. Wolle, wieder am Handy, wa? Der recherchiert hier bestimmt für unsere Projekte. Wir schauen uns den Motor hier gleich an, weil erstmal sieht das hier alles ja super wild aus und ich glaube, er ölt auch an einer ganz ekligen Stelle. Aber das sehen wir gleich da. Hier ist der Motor jetzt und ich hatte zwischendurch schon mal einen kleinen Herzinfarkt. Also eigentlich sieht der Kabelbaum soweit ganz gut aus. Du hast hier den Diagnosestecker, du hast den Hauptstecker für den Motorkabelbaum und sowas. Das ist alles ganz gut. Auch hier, um den Motorkabelbaum zu trennen, müssen wir nur die drei Relais lösen und hier einmal das Stromkabel. Dann ist mir aufgefallen irgendwann so, oh Bro, hier hängt irgendwie einfach so ein Kabel noch rum. Und da dachte ich so, okay, das war's, den Motorkabelbaum kannst du vergessen. Den Motorkabelbaum von dem Auto kannst du aber auch vergessen, denn den haben wir gelöst direkt an den Einspritzdüsen und hier unten und überall, das war absolute Katastrophe und das würde ich nicht nochmal so machen, weil dafür musst du den Motor zerlegen. Und mein Plan war es eigentlich, den Motor so rauszunehmen, in den anderen einzubauen und dann sollte das funktionieren. Dann habe ich das gerade ein bisschen nachgeforscht, wo kommt das denn her? Und da ist mir aufgefallen, dass das irgendwo aus dem Bereich der Einspritzung kommt. So, dann habe ich diesen Kasten hier aufgemacht und habe da nichts gefunden. Und später ist mir aufgefallen, die haben hier irgendwas gebrückt. Heißt also, das Kabel ist theoretisch über. Weil an unseren Relais kommen alle Kabel an und somit sollte das kein Problem darstellen. Hier waren tausende Sachen wie so eine MADA-Schutzanlage und sowas verbaut. Ich hoffe, dass sie sich da nicht irgendwie Strom geholt haben und ich hoffe, dass sonst auch alles funktioniert und nicht, dass sie das gebrückt haben, weil irgendeine Einspritzung nicht okay war. Laut Vorbesitzer läuft dieser Motor ja, aber wir konnten es leider nicht testen. Somit können wir theoretisch den Motor mit ganzem Kabelbaum rausnehmen und sollten keine Probleme da haben. Ich muss nur noch mal gucken, der Pluspol hier ist anders. Ich weiß auch gar nicht, warum hier ein kleiner Pluspol verbaut ist. Normalerweise sollte da eine Klemme drauf sein, die du halt auf die Batterie steckst. Ich weiß jetzt nicht, warum hier eine zum Schrauben drin war. Das sollte aber das kleinste Problem sein. Dann habe ich natürlich Kleinigkeiten gesehen. Wir müssen zum Beispiel hier so kleine Schläuche und sowas reparieren. Das kann man dann ganz gut machen, wenn der Motor ausgebaut ist. Und da habe ich eh eine Frage gleich an euch, wie wir das Ganze angehen sollen, weil wenn wir von unten gucken, habe ich dann doch ein kleines Problem. Außerdem, so kleine Puschereien habe ich auch schon gesehen vom Vorbesitzer. Zum Beispiel haben die hier einmal ein Zündkabel einfach abgerissen und da steckt die Hälfte da noch drin und du kannst kein neues montieren. Also brauchen wir auch noch eine neue Zündspule, sollte man hoffentlich aber bei Kleinanzeigen okay finden. So, dann nehmen wir das Ding einmal hoch. So, und von unten könnt ihr vielleicht sehen, dass hier alles so ganz leicht ölig ist. Ist jetzt kein Weltuntergang. Ich habe aber nur gesehen, dass quasi hier oben, genau an dieser Stelle, ist der Zylinderkopf. Und da ist das Auto nach außen undicht. Da läuft das Öl hier runter. Die haben auch schon versucht, das irgendwie da abzukitten. Das ist irgendwie mit dem Weitwinkelobjektiv ein bisschen schwierig einzufangen. Ich versuche gleich nochmal ein Handyfoto zu machen. Die haben schon versucht, das abzukitten und dann läuft das Öl schön hier runter. Das ist natürlich nicht so schön. Das sollten wir vielleicht machen, wenn der Motor ausgebaut ist. Weil, guck mal hier, da zum Beispiel läuft das alles überall hin, weil es halt so schön nach unten läuft. Und das ist eine nicht schöne Sache. Das wollen wir so nicht haben. Wir wollen die Umwelt nicht verschmutzen mit so einem Auto. Und das ist dann die Frage an euch. Wie würdet ihr das Ganze denn angehen? Würdet ihr den Motor ausbauen, die ganze Kopfdichtung draus machen? Weil dann kann man natürlich um den Motor rumgehen, kann überall gut ran und hat keine Probleme. Oder wollen wir generell bei diesem verfuschten Motor vielleicht erstmal gucken, ob der überhaupt läuft? Theoretisch könnte man ihn später auch nochmal ausbauen oder dann die Zylinderkopfdichtung halt im Auto machen. Das wäre auf jeden Fall eine Frage, die ich an euch habe. Weil soweit sieht das Ganze erstmal gut aus und sollte hoffentlich keine Probleme machen. Mein Plan wäre außerdem, den Motor nicht nur einzeln draus zu ziehen, sondern dass wir den ganzen Motor mit der Achse nehmen. Heißt also, wir schrauben wirklich die ganze Achse los und nehmen Achse mit Getriebe nach vorne raus. Wenn wir einen Motorkran haben, kannst du theoretisch sogar auf den Rädern rollen, damit wir die in das andere Auto reinmachen können. Es wäre nämlich viel, viel einfacher, die ganze Lenkung und so zu lassen, wie sie ist. Denn die Lenkung ist beim E36 hier ja an der Achse fest. Wir müssen also nur hier die Lenkspinde lösen und dann natürlich die ganzen Kabel müssen weg. Dann machst du ein, zwei Kleinigkeiten noch, aber dann könntest du theoretisch relativ einfach die ganze Achse mit Getriebe nach hinten rausziehen, in das andere Auto reinschieben
und sollte hoffentlich klappen. Denn das hier vorne ist alles relativ lose beim E36, das hast du schnell demontiert, beziehungsweise hier ist das auch schon komplett demontiert. Du hast nur noch hier vorne zwei Schweißpunkte, die müsstest du aufbohren, dann lösen wir die ganzen Wasserschläuche und dann sollten wir im nächsten Video hier das ganze Kühlerpaket rausziehen können. Das wäre auf jeden Fall der nächste Schritt, den wir bei diesem Projekt machen sollten. Ich glaube, ich habe das Video angefangen mit, das hier ist kein typisches Boost Company Video und auch hier ist diesmal eine Unregelmäßigkeit. Denn normalerweise müssen wir eigentlich immer irgendwas dazu schreiben, was wir wieder gefunden haben an den Autos, wenn wir was von der Liste streichen. Aber wir können in diesem Video das Differential runterstreichen, denn das ist jetzt verbaut und funktioniert, wie es aussieht. Und wir haben das Gaspedal verbaut. Es ist immer noch genug zu tun. Oh, das Türfangband. Das Türfangband ist auch drin. Und ihr seht, die Liste wird immer kleiner. Wir haben immer noch genug zu tun. Gerade hier Motorgetriebe, Einkotflügel, Nierenblech haben wir da auch. Es ist wirklich noch eine ganze Menge Arbeit. Aber ich schätze, wir machen in den nächsten Wochen weiter. Und ich hoffe, dass dieses Auto dieses Jahr noch läuft. In diesem Sinne, stay tuned und bis zum nächsten Video. I think back to all the better days, when I used to be young and free. I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. In my mind, sometimes I'll run away.